So, heute wiederholen wir nochmal die Themen von letzter Woche. Du erinnerst dich dran, wir hatten letzte Woche das Thema Zentimeter, Meter und Kilometer und wir hatten das Thema Liter und Milliliter. Ja? Und heute machen wir dazu noch ein paar Aufgaben im Buch. Und zwar im Buch auf der Seite 44. Hier musst du nach Längen ordnen. Bitte denk immer dran, wenn wir im Buch arbeiten, schau genau, was musst du machen. Bei der Aufgabe 6 hier im Buch, das ist die Aufgabe 6, hast du hier verschiedene Längen. Und oben steht, ich lese, ordne nach Längen, ordne nach Längen. Beginne, starte mit der kürzesten Strecke. Das heißt, ich muss zuerst das Kürzeste, dann ein bisschen länger und das Längste zum Schluss. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe hier sechs Längenangaben. Manche sind in Zentimeter, manche sind in Meter. Ich schaue mir das mal an. Dazu brauche ich Papier. Ich habe hier 100, Entschuldigung, 100 Zentimeter. Ich habe 0,6 Meter. Ich habe 5 Zentimeter. Ich habe einen halben Meter. Ich habe 250 Zentimeter und ich habe 0,75 Meter. 0,75 Meter. So, und diese Längen sollst du jetzt ordnen. Dazu brauche ich meinen Kleber und ich klebe mal diese Längen an die Tafel. Entschuldigung, mein Kleber ist hier. So. Dazu muss ich erstmal die Tafel sauber machen. Weg mit der Aufgabe. Und ich zeige dir mal, welche Angaben wir im Buch haben. Wir haben hier 0,75 Meter, wir haben 250 Zentimeter, wir haben einen halben Meter. Wir haben 5 Zentimeter, wir haben 0,6 Meter und wir haben 100 Zentimeter. Jetzt, welches ist die kürzeste Strecke? Kannst du das sehen? Wenn du das so ordnen kannst, super. Wenn du es nicht so ordnen kannst, dann mach Folgendes. Wir schreiben dann alle Längen in Zentimeter. Ich habe hier schon in Zentimeter, ich habe das schon in Zentimeter. Jetzt ist die Frage, 0,75 Meter, wie viel Zentimeter sind das? Du denkst dran, 1 Meter sind 100 Zentimeter. Ich habe ja kein Hunderter. Dann habe ich hier noch die Zehner und die Einen. 0,75 Meter sind gleich 75 Zentimeter. 1/2 Meter. 1 Meter waren 100 Zentimeter. Wie viel Zentimeter ist dann 1/2 Meter? Richtig, ist gleich 50 Zentimeter. Dann habe ich hier, oh, da habe ich ja nochmal Zentimeter, das ist schon fertig. Und ich habe hier 0,6 Meter. Denk wieder dran, 1 Meter wären 100 Zentimeter, ich habe keinen Meter. Dann kommen hier die Zehner, dann 60. Das sind 60 Zentimeter. Ist gleich 60 Zentimeter. Ups. So. Und jetzt ist es gar kein Problem mehr, das zu ordnen. Dann nimmst du jetzt dein Heft, schreibst das Datum. Heute ist Montag, der 15.
Kontrolle unternehmen. So. Wieder Minipunkt, Buch, Seite 44, Nummer 6. Und wir machen gerade die A. Und in der A steht, beginne mit der kürzesten Strecke. Welches hier ist die kürzeste Strecke? Ich habe 60 cm, 75 cm, 50 cm, 5 cm, 250 cm und 100 cm. Klar, die 5 cm ist die kürzeste Strecke. 5 cm, Komma. Welches ist die nächstkürzeste Strecke? 100, 250, 50, 75 oder 60. Die 50, da stand aber hier im Buch ein halber Meter, Komma. Welches ist wieder ein bisschen größer? Das sind 60 cm, aber im Buch stand 0,6 Meter, Komma, Komma, Komma. Du machst das bitte fertig und du machst auch noch die B. Probier's zumindest. Hier brauchst du auch wieder Papier, weil du hast hier Kilometer und Meter. Nimm Papier und schreibe alle Längenangaben als Meter, so wie ich. Wandle es in Meter um, dann hast du keine Probleme, das zu ordnen. Und dann ordnest du aber von groß nach klein. Du beginnst mit der längsten Länge und machst dann weiter bis zur kürzesten Länge. Das war's für heute.